For the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Kommen wir nun zum letzten Spiel der siebten Runde der Chaos Group Community Battles. Mein Name ist Chrome, ich darf das Ganze mal wieder, wie immer, mit für euch kommentieren. Hallo Chrome. Und dabei habe ich den Pügi, den ihr gerade gehört habt, der mich dabei tat und sachkräftig unterstützt. Hallo Leute. Und ja, wir haben hier jetzt ein sehr, sehr spannendes Spiel vor uns. Denn wir haben schon gesehen, im zweiten Spiel der siebten Runde hat Joker den Hefe geschlagen. Äußerst, äußerst hart. Und sein Spiel damit gewonnen. Und jetzt muss Chrome natürlich hier auch gewinnen, um weiter auf dem ersten Platz zu sein. Sollte er verlieren, dann zieht nicht nur Joker, sondern auch sein jetziger Gegner, der Pögi, der auf dem dritten Rang ist zurzeit, an ihm vorbei. Und er landet dann. Landet er damit schon auf dem. Ich weiß das. So sicher bin ich mir da gerade selber nicht. Auf jeden Fall würde Joker an ihm vorbeiziehen. Das kann ich schon mal mit Sicherheit sagen. Alles weitere sehen wir dann quasi später. Fässer mit Zwergenbier füllen. Ganz wichtige Geschichte. Das ist ganz wichtig. Wie sollen die denn sonst auch irgendwie klarkommen auf dem Spielfeld? Und da sind wir dann auch schon in der Bierwanne. Ah, die mussten also das ganze Stadion erstmal mit Bier versorgen. Natürlich. Bugmanns Bierkönige gegen die Wooden Dragons. Platz 3 gegen Platz 1. Die sind auch ganz gemütlich, die Jungs, ne? Natürlich, sind ja Zwerge. Ja, darf der da überhaupt auf seinem Motorrad sitzen mit Getränk und so? Ja, es ist nicht verboten, beim Autofahren Bier zu trinken. Es ist nur verboten, betrunken. Das heißt, wenn du anfängst zu trinken im Auto und dann ankommst und aussteigst, wenn der Rausch einsetzt. Ja, aber probiert das nicht zu Hause aus. Könnte nur beim Pusten schwierig werden, weil der Alkoholgehalt im Mund dann deutlich höher ist, wenn man gerade Bier getrunken hat. Und dann werdet ihr sowieso eingesackt. So, Platzsturm. Die Fans hauen einige Spieler um. Ah, okay, das sind jetzt wirklich jeweils nur ein Spieler auf beiden Seiten. Und das kommt natürlich den Waldelfen ganz gelegen. Allerdings, der Versuch auf der rechten Flanke hier durchzubrechen gelingt nicht ganz. Da muss erstmal defensive Taktik her. So viel zu defensiv. Chrome hat versucht, hier aggressiv gegen Zwerge vorzugehen mit Waldelfen. Und das ging natürlich nach hinten los. Meistens eine dumme Idee. Die Zwerge auf der anderen Seite sind natürlich hier aggressiv dabei und prügeln sich immer näher an den Ballträger ran. Sind quasi voll in ihrem Element. Und was? Au, was passiert hier? Der Kriegssensor tanzt und taumelt, fällt und geht K.O. Bam, 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 bam. Ein netter Stunt, der allerdings nicht sehr effektiv war.
Und somit steht der Ballträger jetzt völlig frei und wird von den Zwergen zu Boden geworfen. Zuschauer kriegen den Ball ab, schmeißen ihn Richtung Touchdown-Zone, weiter auf die nächste Hälfte und dann direkt mitten auf die Mittellinie. Ui, und der nächste Kriegstänzer geht hier, wird hier aus dem Spiel geschmissen. Das sieht nicht gut aus. Oh, guck mal, der mit seinen Stummelbeinchen. Und er kriegt den Ball. Der muss ja auch nicht so weit runter, um den aufzuheben. Aber er kann ihn auch in den Händen behalten. Und er kann laufen, im Gegensatz zu anderen Elfen. Das sieht hier gerade sehr unglücklich aus. Die Elfen, die so ausschweichstark sind, gehen hier zu Boden beim Versuch, den Zwergen zu entkommen. Wunder geschehen immer wieder. Natürlich kommt hier jetzt eine dicke Verteidigung um den Ballträger der Zwerge. Der Ball ist aufgestanden. Der Baum ist aufgestanden. Unglaublich. Und der nächste Waldelf geht zu Boden beim Versuch auszuweichen. Da das fragen wir nicht mich, der ja, Tag der Elfen. Mann. Da frage ich mich ja, Fässer mit Zwergenbier füllen. Welche Fässer waren das? Du meinst so. Touchdown für die Zwerge. Ganz unberührt konnte er hier jetzt vorbeilaufen in die Touchdown-Zone. So wie der gerade aussah, hat er ein dickes Akku-Problem. Hast du gesehen, wie rot seine Augen waren? Ja, er ist ein Zwerg, die trinken halt gern mal ein Bierchen mehr oder weniger. Außerdem ist er der Zwergenläufer und Zwergenläufer werden so bestimmt. Der Trainer versteckt fast Bier und lässt die ganze Mannschaft suchen und der es zuerst findet, wird Läufer. Weißt du? Jetzt kriegen hier erstmal die Zwerge einen Blitzzug. Ja gut, sie können den Kriegstänzer hier einmal zur Seite schubsen, um dann wieder sich auf ihre eigene Linie zu verziehen. Wobei ich es ja interessant finde, ne? Der Läufer der Zwerge, der da auf dem Feld ist, ist genauso gut im Kampf wie der Kriegstänzer der Elfen. Die haben dieselbe Stärke und die haben die gleichen Fähigkeiten. Naja, dafür kann der Kriegstänzer etwas weiter laufen und springen. Und der Baum kann fallen. Ja, ich weiß auch noch nicht, ob der hat ja schon aktiv teilgenommen irgendwie? Hat er irgendwas gemacht schon? Außer hinzufallen natürlich. Er ist zweimal umgefallen. Oh, hier ist einer der Waldelfen tot! Und der wird bestimmt auch nicht mehr aktiv teilnehmen. Da! Chrome setzt seinen Apotheker ein und jetzt gibt's hier nur eine leichte Verletzung. Und der Kriegstänzer wird schon wieder rausgeschoben. Was macht der Mann denn? Warum stellt er sich immer an den Rand? Ja, vielleicht gefällt's ihm da. Au. Halalalalalalalu. Geht K.O. Der Baum steht auf. Der Kriegstänzer fällt. Ist verletzt. Also mit dem Springen ist bei den Kriegstänzern echt so eine Sache, ne? Ja. Es sieht ganz interessant aus. Es scheint aber nicht so effektiv zu sein. Zumindest nicht so, wie der Trainer es hier gerade einsetzt. Nope. Da fragt man sich auch, ob Chrome irgendwie das Objective aus den Augen verloren hat. Es geht ja nicht darum, dass das grazil aussehen soll. Der Ball muss halt in Touchdown-Zone landen. Egal, wie es aussieht. Oh. Es mit dem grazil wird heute auch echt, echt schwierig. Da fragt man sich, also da muss wirklich was bei den Waldelfen ins Getränk gekippt worden sein. Die können mit Schnaps einfach nicht um, ne? Die laufen, das die fallen halte, nicht. Halte ich für eine Ausrede. Da ist schon wieder! Das gibt es nicht! Was ist los mit denen? Jetzt haben natürlich die Zwerge direkt den Weg frei. Man sieht hier gerade rechts mal die Bank der Waldelfen, wo einfach fünf man Leute K.O. sind, einer verletzt. Mal. Damit haben wir dann das 2:0. Die Zwerge gehen tatsächlich mit zwei Punkten in der ersten Halbzeit in Führung gegen Waldelfen. Der Wahnsinn, oder? Ich finde das voll toll. Da wird man noch wahnsinnig. Zwerge vor, noch ein Touchdown. Zwerge vor, noch ein Down. Zwerge vor, noch ein Down.
Erstmal gehen die Zwerge in die erste Spiel. Halbzeit. Halbzeit in die Pause. Doof. Ich will ein Spiel. Schiri doof. Zwei verletzte Elfenspieler und zwei kommen zurück, drei bleiben K.O. Gut, das ist aber noch ganz schön glimpflich, also dafür, dass da so viele Elfen auf die Glocke gekriegt haben. Ja, es zwei fehlen, immer, es fehlen trotzdem viel. Fünf Leute gegen die Zwerge. Ja, wo das Verteidigen schon mit Alemann schon schwer genug ist. Wenn da auch noch Leute fehlen, ist das nicht gerade leichter. Ah, hier konnte einer der Waldelfen mal ausweichen. Grandiose Kunst. Und jetzt die Gegner wieder gegangen, um, ja, genau, sich einfach hinzulegen. Das läuft doch hier hervorragend. Ja, nö. Nö, doch nicht. Okay. Der Baum! Er tut was! Ja, er verletzt einen der Zwerge. Oh mein Gott! Er verpasst das nächste Match. Da ist ja... Hat er ja sogar wirklich Schaden gemacht. Und jetzt hier kommen auch noch die Waldelfen an den Ballträger relativ nah dran. Ja. Und an den Boden auch. Jetzt muss hier der Zwerg ausweichen, um... Ja. ist klar. Weil Zwerge, die können ja grundsätzlich ausweichen. Waldelfen, die können das natürlich. Ja sowieso nicht. Das ist ja völlig unmöglich für die. Anscheinend. Ja, jetzt wird hier erstmal Ringel-Ringel-Reihe gespielt, um den Baum Da kriegt der Grießtänzer auf die Nase von einem Zwerg. Wäre er nicht so grazil um den Baum herum getanzt hätte, wäre er nicht schwindelig gewesen. Dann hätte der den auch blocken können. Und da geht der nächste Waldelf zu Boden. Begibt sich auf Augenhöhe mit den Zwergen. Und der Läufer kann einfach hier Slalom durch seine Mitspieler durchlaufen. Kriegstänzer versucht hier einen Weg vorbeizufinden. Er läuft vorbei und er schafft es sogar. Es ist ja der Wahnsinn. Schiebt er allerdings seinen Spieler. Man freut sich ja mittlerweile bei den Elfen echt über jede Kleinigkeit. Ja, aber da geht dann auch schon wieder ein Ausweichversuch fehl. Daneben. Ja, das ist dann das 3:0 Touchdown für die Zwerge. Sie gehen hiermit äußerst verdient und, auch in großer Überzahl noch weiter in Führung. Allerdings scheint Pögi sich hier ziemlich sicher zu fühlen, weil er keinerlei Züge schindet. Das ging ein so schnelles Tief wie Elfen. Ja, allerdings mit wirklich so vielen Leuten, wie denen fehlen, können die auch nicht so schnell sein und so schnell an der Verteidigung der Zwerge vorbeikommen. Naja, es werden immer mehr Elfen, als wenn die wieder aus dem Boden sprießen würden. Upsala, tun sie ja. Anstoß Zwerge. Ich bin immer wieder verwundert, wie weit die beiden die schießen können. Beide Mannschaften gewinnen hier einen Zug dazu. Touchback, das bringt jetzt natürlich einen Vorteil für die Zwerge. Jetzt Zwerge? Für die Zwerge, für die Waldelfen. Wollte schon sagen. Mein Fehler. Und jetzt wird hier zurückgeklöppelt. Da scheinen sie endlich mal wieder verstanden zu haben, wie man den Baum einsetzt, der hier vorne erstmal ein Spiel aus dem Weg geräumt hat. Danach der Blitzmann hier, den zweiten. Und jetzt ist da eine Lücke und Lücken, das lieben ja die Waldmenschen hier. Waldmenschen, Waldelfen, Herrgott im Himmel. Und da Högi kommt jetzt hier die Verteidigung wird aufgebaut. Die Zwerge können zwar nicht weit laufen, aber sie können trotzdem laufen. Das heißt, selbst da muss man ein breites Verteidigungsfeld aufbauen. Natürlich nicht so breit, dass hier einfach... die Trollslayer durchkommen, um Leute K.O. zu schlagen. Aber gut, keine langfristige Auswirkung, aber er fehlt jetzt halt auch. Mal wieder. Oh, das ist sehr glückliche Wendung für die Waldelfen. Einer der Zwergenspieler geht zu Boden. Wenn wir davon Wendung sprechen wollen oder einfach nur von mal Glück gehabt. Ausnahmsweise mal Glück gehabt. Jetzt muss der Spieler natürlich... Ach, der Baum! Den nächsten K.O. Er verletzt. So langsam scheint er wieder zu wissen, wie man mit einem Baum spielt. Und der Waldelf ist hier ausgewichen.
Und das so viele. Und nochmal, er läuft, Touchdown! Ein Ehrentreffer für die Elfen. Unglaublich. Scheinen sich von ihrem Bierschock erholt zu haben. Ja, bei so häufig wie die einen auf die Glocke gekriegen haben, ist der ganze Alkohol jetzt rausgeschüttelt worden mittlerweile aus denen. Auf die Glocke gekriegen? Auf die Glocke gekriegen, genau. Sehr gut. Aber dennoch drei verletzte Spieler und ein K.O. geschlagener Spieler. Na gut, bei den Zwergen fehlen auch drei Leute. Die haben allerdings auch mehr Auswechselspieler. Blitz, die Wooden Dragons bekommen einen Bonuszug. Das ist natürlich jetzt, das wird jetzt interessant, wie sie den nutzen können. Baum blitzt, läuft nach vorne, kommt sogar bis zum Spieler. Der wurde nicht festgewurzelt. Ich bin verwirrt. Und vor allem kommt da noch ein Ball geflogen. Der Ball scheint in der Zeit festgefriert zu sein und der Baum versucht ihn aufzuheben. Das geht natürlich nicht gut. Das wäre es jetzt noch gewesen, wenn der Baummensch den Ball gehabt hätte. Oh, jetzt haben sie aber hier wirklich da kann man alle nicht, umzingelt. Da kann man da nicht von Fangen sprechen, sondern von hat sich im Geäst verheddert. Verheddert, ja. Jeder, der mal Fußball auf der Straße gespielt hat, weiß, wovon ich rede. Der Kriegssensor kann sich lösen aus der Umklammerung der Zwerge, an den Ballträger herankommen und sogar direkt den Ball aufnehmen. Allerdings wissen wir ja, wie gern der mit den Fans kuschelt. Ja, er befindet sich auch schon unglücklich nahe wieder an der Außenlinie. Oder er kuschelt mit der Hand des Läufers. Da kommt der Baum, der kann den Ball mal eben wiederholt. Und losläuft. Einen Zug hat er noch. Jetzt muss Chrome, jetzt alles oder nichts, er muss an den Ball rankommen. Er kann den Ballträger aber nur schieben. Das sieht gefährlich nach einem 4:1 aus hier. Er versucht hier noch einmal den Weg etwas zu verlängern, aber die Verteidigung kann nicht nachgezogen werden, wenn er die Spieler da jetzt wegkriegt. Also ich meine, einen könnte er auf jeden Fall wegkriegen, das wird ja schon mal ziemlich viel helfen. Und jetzt das muss er ausweichen. Wird wohl aber nicht reichen, so wie das da aussieht. Und doch, man ist kann ja noch ein bisschen rumprügeln. Ja, das ist sehr nett. Verliert einen Geschicklichkeitspunkt. Das muss man ja im letzten Zug auch nochmal reinhauen. Aber hier kann der Zwerg nicht ausweichen und verliert den Ball. Damit verliert er die letzte Chance auf das 4:1. Was machen die Waldelfen jetzt? Ja, sie nehmen den Ball auf. Und laufen, nochmal. Ein Pass! Ist es denn die Möglichkeit? Gefangen! Gefangen! Der Zwerg Pass kam an! Den Ball. Nur beim falschen Team. Verdammte Axt. Ei, desaströs. Was ist nur los mit Chrome? Schon im letzten Spiel gegen den Joker hat er sich nicht von seiner besten Seite gezeigt. Und ja, die entscheidenden Spiele damit verloren. Gegen seine Kontrahenten an der Spitze. Verliert jetzt damit seinen ersten Platz, den er an Joker abgibt. Und ja, wie das Ganze sich auf den Platz von Pülgi auswirkt, das sehen wir dann auch nochmal genauer in der Endzusammenfassung gleich. Ansonsten, falls ihr die anderen Spiele sehen wollt, nehmt ihr, könnt ihr hier auch. Die Links haben wir ja da. Soweit war es dann von unserer Seite aus. Wir hoffen natürlich, ihr habt hier einige interessante Sachen gesehen und Informationen und Erfahrungen gesammelt. Wenn euch was gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn nicht, dann könnt ihr auch ein Dislike da lassen. Schreibt eben hin, warum. Und wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Ich sag mal, bis auf Wiedersehen. Ciao. Bis denn.